So, gehen wir mal rein in die gute Stube gegen den werten Lino erstmal. Wurde mir das echt schon. Emerald Legacy wurde mir schon öfter vorgeschlagen, echt? Okay. Weil jetzt für bis Ende des Jahres habe ich im Endeffekt grob alles durchgeplant, was ich so machen will, aber. Also mein Plan, wobei, lass uns erst kämpfen und dann können wir noch mal ein bisschen darüber quatschen. Ich glaube, wir gehen aber auf Samenbomben und fertig. Ich vermute, das wird nicht one-shotten, weil wir Kack-DVs haben. Ja, danke dafür. Oh. Okay, dass das jetzt ein Crit war, finde ich auch ein bisschen peinlich, muss ich sagen, für Wiggy-Cheater. Aber es sind schon mal keine Tarnsteine draußen. Das ist actually ganz geil. Ich meine, jetzt sind wir eh schon bei 50% Verlust. Oh. Okay, der dicke Oschi kommt direkt rein. Ach, das ist jetzt Kacke. Ich dachte eigentlich, der will ein bisschen später erst die Bühne betreten, weil jetzt ist halt der Sand auf jeden Fall da. Ah, jetzt hätte ich gerne einen Boilhelm hier drauf. Aber andererseits, ich drücke jetzt einmal Charm und dann wechsle ich in Dings rüber. Okay, er geht sogar auf den Drachentanz. Dann kriegt er nämlich noch einen Charme rein. Dann gehen wir in Don fahren. Und dann beten wir, dass ihr wisst schon, was nicht passiert. So, noch ein Charme. Der ist jetzt auch. Ich weiß gar nicht, inwieweit Drachentanz auch in dem Spiel beschränkt ist, was die AP angeht. Maybe kann er hier nach gar keinen weiteren Liedens abfeuern. Das wäre natürlich ein Traum. Ich hoffe auch sehr, dass er jetzt nicht auf Drachenklaue geht, sondern auch den Donnerzahn drückt. Das fände ich sehr angenehm. Okay, er hat sogar noch einen. Also 3 AP hat Drachentanz mindestens. Maybe, ich glaube, Drachentanz hat 5 AP gehabt. Jetzt gucken wir mal, wie lange er das jetzt drückt. Okay, er geht jetzt auf den Eis und er ist auf minus 1 quasi. Kriegt einen geilen Beulenhelm, aber das hat trotzdem so viel abgezogen. Leck mich doch am Zuckerli. Okay, aber das zieht Gott sei Dank auch viel ab. Die nächste Dampfwalze sollte den killen. Okay, das ist kein Crit, kein Freeze und auch kein Flinch. Okay, Monagoras weg. Das ist ein wirklich gefährlicher Oschi, muss man sagen. Der böllert an der Stelle schon miese Brise. Und jetzt ist auch der Sand weg. Das ist auch ganz gut. Jetzt kommt das Lile. Das sollte eigentlich gar kein Problem darstellen. Lass mich einmal nur kurz gucken. Das kann Amnesie-Giga sogar Antikraft Erdkräfte. Ah, die Amnesie ist ein bisschen nervig. Ich glaube, wir gehen dann lieber im Feraligatr einmal rein. Und dann greifen wir da lieber physisch an. Glaube, Zerschneider ist trotzdem meine stärkste Attacke, weil 70 Base Power ist actually echt strong. Geht sogar auf eine Amnesie, das ist okay. Dann kommt hier noch Mogelbaum und Voluminas sind hier noch unterwegs danach. Das heißt, eigentlich sollte Mogelbaum mit einem Tiefschlag jetzt hier reinkommen wollen. Yep. Steigerungshieb kann er nicht drücken. Er muss eigentlich immer Sucker punchen. Und was hat der Steigerungshieb? Felskraft, Tiefschlag, Sandsturm. Ah ja, okay, er kann noch Sandsturm klicken. Das wäre ein bisserle nervig. Aber es ist eher verkraftbar. Wir gehen im Bisaflor und Bisaflor sollte den eigentlich ganz gut hinbekommen. Das sollte jetzt nicht zu Problemen geben. Geht sogar auf den Felsgrab. Okay, wahrscheinlich, weil ich schneller bin, kann er das drücken. Der hat Hasenfuß. Ich überlege gerade, ob es schlimm wäre, wenn ich jetzt mich. Ja. Ja, locken würde ich mich eigentlich nicht auf Blättertanz. Habe ich ein bisschen zu viel Respekt vor. Oh, ich habe die rote Karte ver. Oh. Ja, das ist okay. Das ist actually voll okay. Aber der ist doch Pflanze auch in dem Spiel, der Zinker. Okay. Jetzt wird es doch ein bisschen nervig, muss ich gestehen. Können wir so eine Verwirrung catchen? Man muss nur lieb und nett fragen. Da muss ich nur halt im besten Fall noch selber boxen, ne? Das wäre natürlich auch noch ganz nett. So, jetzt sterben wir halt an einem Crit.
Einen Lolli kann ich halt nicht gehen, der ist halt dann auch direkt tot. Aber wir können jetzt einen Monsterball eigentlich zurück. Na, ist halt die Frage, ob man Blättertanz abfeuert, aber eigentlich. Also wenn er sich jetzt selber boxt. Ja. Jetzt kriegt er noch seinen Spedef-Buff. Jetzt brauchen wir. Ich hoffe, zweimal Zauberblatt reicht. Ja, okay. Box dich mal selber. Cool, sympathisch, gefällt mir. Dann können wir mit dem nächsten Zauberblatt den entfernen. Dann ist nur noch in Anführungsstrichen Voluminas da. Und ich merke gerade, ich Vollidiot habe Snorlax nicht mehr Zertrümmerer beigebracht, ne? Ich glaube, auf meinem Snorlax ist noch Dampfwalze drauf, weil das Viech hat Schwebe. Warum bin ich eigentlich so kacke? Na gut, dann hauen wir mal ein Zauberblättchen raus. Vielleicht wäre es sogar Egelsamen gewesen. Ich glaube, es wäre sogar Egelsamen gewesen. Shit. Ich hätte den Leech ziehen sollen. Das war nicht so schlau. Also ich glaube, in the long run gewinnt Snorlax das zwar, aber Mann, das wäre jetzt alles nicht so dramatisch gewesen, wenn ich dem Scheißer jetzt hier einfach Scheiß-Zertrümmerer beigebracht hätte, ne? Weil das würde jetzt dauern. Oh mein Gott. Vor allem, ich kann den nicht mal paaren, weil das ein Elektro-Pokémon ist. Aber er gewinnt halt auch nicht gegen mich, weil ich Erholung habe. Das heißt, wir gewinnen das in the long term. Emerald Legacy ist noch gar nicht draußen? Ja gut, dann habe ich nichts gesagt. Sagst du eine halbe Stunde später, ja. Ein neuer Fight, einen neuen Move vergessen abzuändern. Sie kennen mich. Sie schon vor mir da und die baut ein Team ein komplettes großes VGC-Turnier aus. Nee, ich glaube, VGC ist für mich auch schon wieder abgehakt für dieses Jahr. Ich habe es nicht einmal angepasst bisher. Ich sehe mich auch nicht, dass ich es anpasse. Also von dem her, ich weiß nicht. Ich habe da einfach irgendwie gar kein Interesse dran, muss ich sagen. Ich weiß es nicht. Also doch, ich habe schon irgendwie Interesse, aber nicht so viel, dass ich mir jetzt denke, ich habe halt das Gefühl, das ist sowas, dass, also wenn du das anfängst, dann musst du es auch wirklich wollen und sagen, okay, du wirst jetzt erstmal recht viel Zeit da rein investieren. Weil ansonsten zum Spaß das zu spielen. Weiß ich nicht, da sehe ich mich einfach nicht. Ich glaube, das kann ich nicht. Und ich will ja jetzt auch nicht nur VGC spielen oder mich da so committen oder so. Also von dem her, ich glaube, das passt schon so, wie es jetzt ist. Und hallo, Drasitas, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag und einen schönen Einstieg in die Woche. Hello. Ich glaube, nach der ASPL wirst du auch kein Competitive mehr sehen, bis GPL 10, 10 irgendwann vom Himmel herabsteigt. Noch ein Crit, zwei hintereinander, du Zinker. Ja, also mir macht die ASPL Spaß. Und ich meine, ich bin jetzt, also ich habe Teambuilding für den dritten Spieltag, weil wir immer so ein bisschen vordingsen. Hat er gerade den dritten Crit hintereinander gelandet? Und eigentlich, ich habe immer noch sehr viel Spaß beim Bauen und so und auch das Spielen macht mir Spaß. Ich sag, diesen Nervositätsaspekt vor den Kämpfen habe ich kein bisschen vermisst, muss ich sagen. Aber es geht schon sehr lang, muss ich sagen. Also ich glaube, es sind ja 11 Spieltage plus potenziell Playoffs. Das geht halt bis in den Dezember potenziell rein, ne? Das finde ich schon, das finde ich ein bisschen hart, ne? Aber es ging mir ja primär auch darum, dass ich an der Draftliga teilnehmen wollte. 11 Spieltage und das Emote danach, das ist stark. Oh, wir haben übrigens zwei Orden, meine Damen und Herren. Da ging es mir primär einfach nur darum, dass ich mir dachte, boah, du hast echt lange keine Draftliga mehr gespielt, ne? Es wird mal wieder Zeit, vor allem für eine Upload-Draftliga, weil in der Upload-Draftliga spiele ich auch nochmal ein bisschen anders als jetzt in der Dings-Liga. Deshalb war es mir relativ wichtig, mal wieder eine zu machen, bevor irgendwann mal GPL Season 10 kommt. Bevor jetzt irgendjemand denkt,
Oh mein Gott, heißt das nach ASPL kommt GPL Season 10? Ja, genau. An Weihnachten startet es dann, Freunde. Richtig. Ich habe keine Ahnung, wann es startet. Ich weiß genauso wenig wie ihr. Also von dem her. Kann ja euch da sowieso nichts sagen, bevor irgendwelche Leute meinen, jetzt irgendwas fragen zu müssen oder so. Blockiere ich euch gleich und sage, ich habe keine Idee und keinen Plan. Vielleicht dann 2065. Ja, vielleicht dann. Piss in den Dezember ist schon nicht ohne eben. Ach, Jerry. Wisst ihr, ich hab mir heute noch gedacht, man, Jerry war lange nicht mehr da. Frag mich, wie es dem geht. Und jetzt denke ich mir nur so, ach, naja. Hab ich ihn wirklich vermisst? Ich weiß es nicht. Bin ich mir jetzt doch nicht mehr so sicher. So, jetzt gucken wir mal kurz. Wir schleudern dich auf jeden Fall aus dem Squad raus. Dich aus dem Squad. Wir nehmen auf jeden Fall Arbok mit. Boah. Garados auf jeden Fall mit. Und also gegen Kampf habe ich nicht so richtig Probleme. Ich meine, Boden ist eigentlich auch nicht so dramatisch. Ich überlege sogar, ob ich Lunastein reinnehme, aber eigentlich bringt mir das Teil jetzt auch nicht mega viel Mehrwert. Es wäre halt eine Flugresistenz. Wie entwickelt sich Geowatz in dem Spiel? Der wäre ansonsten noch eine Überlegung tatsächlich. Evos und Items Änderung. Geowatz. Auf Level 30. Ja, komm, dann nehmen wir den noch ein. Dann nehmen wir den noch ein. Das finde ich eigentlich nicht verkehrt. Ich glaube, Nasgnet kann ich auch gleich mal kurz gucken, wie der sich entwickelt. Weil eventuell wäre der auch noch eine Überlegung. Metallmantel, aber den konnten wir bisher nicht finden. Ich glaube, ich habe auch irgendwie nicht richtig geguckt bei den Voluminas-Änderungen. Weil die Fähigkeiten. Ja, ich hätte nochmal in Fähigkeiten-Änderungen reingucken sollen. Weil Voluminas ja Schwebe hat. Aber Robustheit wird. Ah nein. Ich glaube, das heißt, er kann Robustheit plus Schwebe haben. Das heißt, ich habe mir genau das falsche Voluminas rausgesucht. Aber ich glaube, man kann die Fähigkeit noch ändern im Spiel. Ich finde das bei Ami-Ligen eigentlich recht cool, dass du auch bei 12 Teilnehmern nur 7 oder 8 reguläre Spieltage hast und das Playoffs-Turnier dann nach Win-Percentage ähnlich wie bei VGC Regionals gekiert wird. Wait, heißt das in den Ami-Ligen? Ich weiß gar nicht, wie Ami-Ligen da dahingehend genau funktionieren, um ehrlich zu sein. Kämpft man gar nicht gegen alle Gegner? Wobei ich gar. Naja, weiß ich gar nicht, wie geil ich das finde. Freezing ist das Regional, Garados. Das richtig, das Regional war, da war das Karpador blau und dann das Gyarados schwarz, meine ich. So, Silberblick, ja. Dann nimm halt den Silberblick mit. Ich hätte noch gerne Wasserattacke, wenn es genehm wäre. Die wäre noch sehr nützlich, Gyarados. Eiszahn. Ich glaube, wir müssen nochmal definieren, was eine Wasserattacke für dich ist. Aber ist okay. Manche beschweren sich über Spieltage. Ich suche nach mindestens 8 Spielern ohne Erfolg. Ja, das ist halt, ne? Also in Deutschland sind Draft-Ligen halt auch nicht mehr das, was sie mal waren, ne? Das ist halt leider so. Man muss leider auch mit der Zeit gehen. Ich glaube, wir machen Blutsauger jetzt weg. Dafür ist Tiefschlag zu gut. Schlafrede? Oh, geil! So, 33 noch für dich und dann hauen wir dich noch nach oben. Ja, nehmen wir mal mit. Nee, das ist so, also wenn man nach dem 8. Spieltag einen Cut gemacht wird und dann Playoffs kommen. Verstehe ich nicht. Verstehe ich gerade wirklich unironisch nicht. Bin gerade zu blöd dafür. Oh, jetzt habe ich intensiv. Ja, ist egal. Ich spiele jeder am Kreuz, also ist okay. Also ist okay. Letzte Draft-Liga, die ich aktiv verfolgt habe, war wahrscheinlich GPL Season 3. Boah, da hast du aber schon ziemlich viele gute Seasons verpasst, muss man sagen. Da gab's schon. Du hast einfach die Sui Shumaru Season nicht gesehen. Ich dachte, das.
dachte tatsächlich, das ist die Season, die hat so jeder gesehen. Damals, als der noch big war. Selbst, ja, selbst wenn du der deutschen Community mit Innovation ins Gesicht haust, reagiert keiner. Naja. Die sind halt jetzt alle im VGC halt drin, ne? Da kann man nichts machen. Das ist ja auch vollkommen okay, ne? Ist ja eigentlich fast schon besser, weil damit kannst du Geld verdienen. Mit Draft League tendenziell ja nicht. Ja, mach mal Steinwurf weg. Und dann. Ja, sind wir ehrlich. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben bis hierhin Finale gedrückt. Ich sage immer, ich bringe es meinem Pokémon bei, weil irgendwann mal kann man sich vielleicht mal erfolgreich wegsprengen, aber bisher gab es da noch nie den Moment, wo es sich gelohnt hätte. So, ich glaube, die restlichen Sets passen. Ah, Giftschock will ich wieder auf meinem Visafloor packen. Und ansonsten habe ich, glaube ich, keine TM, die ich haben will, ne. Jetzt wäre Finale gut im nächsten. Na, glaube ich nicht. Ich glaube, soweit geht das schon. Jetzt haben wir auch geiles Doppelbedroher. Geil. Geil! Mit unseren geilen Schlangen hier. So, dann können wir in Ruhe weitermachen. Aber ja, das war wirklich ein bisschen Steinzeit, bin ich ehrlich. Wieso gibt es überhaupt Finale und Explosion? Ich verstehe noch nicht so ganz, wieso es Finale gibt. Explosion, okay, aber Finale. Ah. Ne? Allein der Attackenname. Aber ich bin ehrlich, Lost, wer Pokémon ausschließlich für das Geld spielt. Ja, man kann auch an VGC Spaß haben. Deutsche Drafting ist so ein Thema, aber im deutschsprachigen Raum spielt ja fast niemand mehr Competitive Just for Fun. Das habe ich auch das Gefühl. Also, wobei, was heißt Just for Fun? Dass halt viele sich denken, okay, du spielst jetzt VGC, weil du an einem Dings teilnehmen willst. Ja, ist an einem Regional und versuchst da halt einfach zu gewinnen. Was schon Sinn ergibt, aber es ist schwierig, das jetzt zu erklären, wie ich es meine. Und ich glaube, es ist auch allgemein ein schwieriges Thema, muss man sagen. Also ich glaube, für viele ist halt, als ob wir jetzt mit so einer Kacke schon anfangen. Oh nee, können wir bitte nicht so eine Scheiße machen? Ja, viele spielen einfach nicht mehr, wenn sie keinen größeren Mehrwert draus ziehen. Ist das aber, also ich kenne es halt jetzt aus der YouTuber-Sicht. Und da verstehe ich es schon, wenn zum Beispiel ein Knobert oder ein Timo, die halt davon leben müssen und sagen, du kannst die Zeit da nicht, weil das ist ja eigentlich auch eine gute Sache, wenn man sagt, du kannst in das Projekt dann am Ende des Tages nicht die Zeit reinstecken, die du eigentlich reinstecken wollen würdest, ne? Das ist halt auch das Ding, dass die jetzt zum Beispiel eher profitorientiert unterwegs sind, das ergibt für mich volles Ohr Sinn. Boah, mein Team ist schon sehr physisch, merke ich gerade, das finde ich gar nicht mal so geil. Muss ich mal gucken. Aber wir sind halt vom Typing-Abdecken her und so, sind wir eigentlich ganz gut dabei. Aber jetzt so im Privaten habe ich auch das Gefühl, dass es kaum noch irgendwelche privaten Draft-Ligen oder so gibt. Ich meine, also ich sage euch, wie es ist, als ich so 15, 16, 17, 18 Jahre war. Es gab 3 Millionen Draft-Ligen, du wurdest gefühlt jede Woche für eine angefragt. Und also ich war in 4 bis 5 meistens gleichzeitig am Anfang drin. Das habe ich irgendwann mal reduziert auf so 2. Ah, Süßi. Auf so 2 bis 3 und irgendwann halt auf einmal im Jahr. Also so ist es nicht, ne? Irgendwann wird es eh Probleme in der Poketuber-Szene geben, weil alles irgendwie schon gemacht wurde. Das sowieso. Ich meine, das Problem hast du ja eigentlich jetzt schon mit den dann kämpfen wir Videos und sowas. Content Creator würde ich ausklammern, weil da sind die Regionals Worlds ja nicht dein Einkommen sozusagen, sondern immer noch die Streams und Videos, sofern es Vollzeit ist. Ah, okay, ja, das sehe ich ja. So missklingt, aber ist halt das Problem daran, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, musst halt auch mal Abstriche machen am Spaß. Ja, also ich sag mal so, wenn man das jetzt, ne? Hier in dem Falle ist das natürlich auch nochmal was anderes.
Ich meine, in dem Sinne ergibt es ja auch für die Leute auch Sinn, an sowas teilzunehmen und mitzumachen, ne? Weil dadurch gewinnst du natürlich auch nochmal in Reichweite und sowas. Ich meine, das ist ja. Kann ich eigentlich. Muss ich überhaupt noch? Man kann sagen, muss ich alle Team Flair-Rüppel besiegen? Aber im Endeffekt muss man ja auch sagen, muss man ja, also wenn es Teil deiner Arbeit ist, musst du ja teilweise auch Sachen machen, wo du dir jetzt nicht denkst, oh mein Gott, wie geil und so. Aber ich meine, so VGC, ich meine, ich muss sagen, ich spiele halt VGC nicht, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich daran super viel Spaß habe oder hätte. Wir hätten eigentlich gerade den Wollenhelm nochmal. Du, ne? Also du wirst eh nicht gehittet, aber das soll okay sein. Ich will auch einmal nochmal gleich wechseln, weil ich habe gar keinen Bock, dass da jetzt Abgangsbund oder so eine Kacke passiert. Aber ja, kurzer Süßanfall. Ja, muss auch, gehört auch dazu. Ich merke gerade, was mache ich da? Das war ein wilder Player an der Stelle, ne? War ein wilder Player, habe ich gehört. Ich weiß nicht genau, da war ich gerade in einer anderen Dimension. Kurz wegteleportiert gewesen. Okay, aber ich bin mir jetzt eigentlich sicher, dass der nicht Abgangsbund hat. Ich kann ihn eh nicht touchen. Er soll mich einmal berühren. Richtig Bock auf Downing GPL Season 10. Da bin ich nicht im Livestream, da werde ich nicht von dem Chat abgelenkt. Außerdem hättest du aufgepasst und hättest du gesehen, dass gestern sogar ein erster Spieltag von einer anderen Draft-Liga war. Und da habe ich nicht so kacke gespielt. Da habe ich eventuell auch kurz vergessen, dass Terra das Pokémon Terran können. Aber das ist egal, das ist irrelevant. Das ist ein neues Feature für mich, das kenne ich nicht. Ich habe überhaupt kein Interesse an VGC. Also ich muss sagen, ich habe auch nur immer Interesse daran, wenn Worlds sind. Also ich weiß, letztes Jahr Worlds haben mich interessiert, dieses Jahr Worlds haben mich interessiert. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn jetzt auch irgendjemand einfach nur irgend so ein Random Regional sich anguckt, auch wenn es irgendwie cool kommentiert ist und so. Ich juckt mich gar. Juckt mich gar nicht, muss ich gestehen. Zitrobeeren, geil! Das schmeckt, habe ich gehört. Wir nehmen mal noch ein bisschen Sonderbonbons mit. Ich habe den Spieltag mit Flo zusammengeschaut, als ob. Dein erster Spieltag war something von beiden Seiten. Ja, also ich glaube immer noch, dass ich tatsächlich weniger gechoked habe. Also ich habe nur gechoked, weil ich halt vergessen habe, dass ein Pokémon Terran kann, ne? Aber ich weiß nicht mal, ob das am Ende des Tages so viel ausgemacht hat, weil. Naja, ich sag jetzt mal so, ne? So viel Unterschied hat das jetzt, glaube ich, nicht gemacht. Tony bei Dummies, ich wechsle ihn aus, weil ich ihn nicht vergiftet haben möchte. Dummies sind 2 Runden später vergiftet. Okay, da muss ich dazu sagen, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass auf Lumiflora, dass Lumiflora da seinen Mortal Spin rausgehauen hat. Erstens habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, dass das sogar vergiftet. Und zweitens hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, dass der das kann. Und drittens habe ich aber auch gar nicht damit gerechnet, dass der den Slot in irgendeiner Dimension dafür hat. Weil ich habe 3 Millionen andere Moves auf den gesehen, aber nicht den. Du hast ein bisschen Pech mit dem Missen. Das Problem ist, in solchen Kämpfen kommt gar nicht mal so sehr so gut rüber immer, was eigentlich die fatalen Dinge waren. Ne? So ein Miss ist meistens nicht mal unbedingt so das Fatalste. Da gibt es schlimmere Dinge. Wenn man sich die im Nachhinein anguckt, denkt man sich so. Boah, war das dumm von mir oder boah, gut, dass der Gegner das und das nicht gemacht hat. Andererseits muss man natürlich auch sagen, das war also bei mir zumindest auch der erste Draftkampf nach einer sehr, sehr langen Zeit und vor allem auch so mit dem Kommentieren. Ich war richtig überfordert mit dem Kommentieren am Anfang, ich sage euch, wie es ist. Ich glaube, mir ist an irgendeinem Punkt, habe ich sogar gemerkt, wie kurz meine Stimme so halbert weggebrochen ist, wo ich mir auch dachte, ach du heilige Scheiße, was ist denn jetzt mit meiner Stimme los? Aber ja, war von beiden Seiten jetzt nicht perfekt gespielt. Aber sowas ist mal. Also ich sage, am ersten Spieltag ist das sehr, sehr häufig so. Bei mir zumindest. Und ich habe das Gefühl, dass das einfach so ein menschliches Ding ist. Ich glaube, in den nächsten Spieltagen ist es nochmal anders. Was muss ich jetzt hier eigentlich antreten? Kam jetzt nicht dieser dumme Dreierkampf da? Dieser Bullshit mit diesem Wasserkakerle-Sturmzug und so?
Ja, genau, Elisard, Gastrodon und noch Konsorten. Das Problem ist, ich kann eh alle nur Surfer drücken. Weil so gesehen muss ich nur die zwei auswechseln. Und zockst du eigentlich gegen deinen Bärenbruder? Weiß ich nicht. Ich habe die Spieltage jetzt nicht so genau auf dem Schirm. Also hast du dich gar nicht auf die Blume informiert. Doch, ich wusste ja in der Prep, dass der Terran kann. Ich wusste auch, was so die grobe Coverage ist. Ich sage euch, wie es ist. In der Prep habe ich aber Mortal Spin nicht auf dem Schirm gehabt. Weil ich mir schon unsicher war, welche vier Moves er überhaupt spielen will. Deshalb habe ich nicht gedacht, dass er den Slot zieht. Zumal ich auch nicht gedacht habe, dass er, wenn er Scarf ist, das drauf spielt. Weil ich mir dachte, da weiß ich nicht, ob das so geil ist, weil in meinem Kopf war so, das kann ich gut punishen. Wen nehme ich denn noch mit? Ich glaube, I guess Elemimola einfach noch. Wobei Elemimola aber auch nichts gegen die Gegner machen kann. Das ist ja dann auch kacke. Ich glaube, ich stopfe jetzt einfach dieses Viper in den Kampf. Ja, wobei Palimpalim hat Ladestrahlen. Das passt. Man muss erstmal mit dem Team warm werden. Das ist ein ganz komisches Meta, sage ich euch, was da gespielt wird. Wobei ich sagen muss, dass ich habe jetzt für 3 Spieltage gepreppt und ich hatte bisher immer das Gefühl, dass ich mir relativ sicher sein kann, also was von diesen, was kommen kann und also was nicht zusammenkommen darf, welcher von beiden kommt. Was aber primär einfach auch nur daran liegt, dass halt eines so viel krass besser ist, dass es gar nicht zur Debatte steht, was kommt, weil es so viel geiler gegen mein Team ist. Aber es ist auch, ich weiß auch noch gar nicht, ich bin gespannt, wie das so wird. Also an meinen ersten 2 Spieltagen habe ich, glaube ich, 3 offensive, 3 eher defensivere Pokémon mitgebracht. Also so ein bisschen balance-mäßig war ich unterwegs. Ich bin gespannt, inwieweit sich das maybe noch im Verlaufe verändert, weil ich habe das Gefühl, dass du in dem Meta gefühlt eher 5 offensive Pokémon mitbringst und irgendein Mon, was ganz gut was tankt, was ein Blanket-Check meistens ist. So ein Cresselia oder so eine Kacke. Zumindest habe ich auch das Gefühl, dass so Poke-Aim und so sowas öfter in der Richtung spielt, wo ich mir halt nicht sicher war, ob das jetzt so ein Poke-Aim-Ding ist oder inwieweit, ne? Inwieweit das wie so gespielt wird. Okay, da hat sich kurz das Spiel aus irgendwelchen Gründen aufgehangen. So, wir schauen mal, dass das Gastrodon einfach mal zu 100% sicher abhaut vom Spielfeld. Das wäre ganz gut. Warte auch den nicht darauf, eine neue Liga spielen zu können. Letzte Liga war Januar, Februar. War das die, wo ich auch dabei war? Aber die Ligen, die irgendwo angeboten werden, haben immer sehr abenteuerliche Tierlistenregeln. Für meine eigene Liga müsste ich meinen Turnierserver wieder aktivieren. Aber das muss ich aber auch sagen. Ich glaube, das ist vielleicht auch momentan ein bisschen das Problem. Oder immer wenn ich irgendeine Liga mitbekomme, hat es irgendeine Special-Regel, irgendwas ganz Besonderes ist dabei, irgendwas, das die irgendwie heraussticht. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute eher einfach was Klassisches sehen wollen. Einfach so ein Klassiker wieder spielen wollen, wo nichts groß ist. Halt maximal so Terra. Also Terra will ich schon immer dabei haben, muss ich sagen. Ich finde Terra tatsächlich nicht im Draft-Meter broken. Ich finde Terra vor allem sehr geil, wenn man das nur für die unteren Tiers erlaubt, weil das diese unteren Picks so viel interessanter und spannender macht. Das ist der Wahnsinn. Jerry, ich habe die Pappenheimer Liga moderiert, nicht mitgespielt. War das meine letzte Liga, die Pappenheimer Liga? Ich glaube sogar ja. Ich glaube ja. Aber ja. Ne. Aber ja, stimmt. Die war vor 11 Monaten. Da war ich krank geschrieben. Jetzt weiß ich es wieder. So, auch den Kampf Gott sei Dank gut überstanden. Das finden wir sehr gut. Das heißt, er hier kann wieder raus. Der hier kann wieder raus. Und er hier kann rein. Und Arbok kann rein. Da war ich krank geschrieben, an so Sachen erinnert er sich. Naja, Jerry, wenn du am Tag davor ins Krankenhaus musst, weil eine Not-OP bei dir gemacht werden muss, ja, das bleibt dir tatsächlich im Kopf. Spoiler, das bleibt dir tatsächlich im Kopf.
Und hallo Suppenspecht, hoffe, dir geht's gut. Hallo. Ja, ich hoffe, du fühlst dich jetzt schön schlecht. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt schön schlecht. Komm schon, ich betäube mich, ich muss noch draften. Oh, das war Gott sei Dank am Tag danach und nicht am selben Tag. Dann war ich, das Gute war, dann war ich aber halt beschäftigt, ne? Ich glaube, ich saß da 24/7 in diesem Discord-Server, also hab drauf geguckt. Ich saß da nicht drin, aber hab da alles angestarrt und mir überlegt, boah, was könntest du draften, was wäre cool, was draften die anderen und so. Ich hatte halt keine andere Beschäftigung. Und ansonsten habe ich halt auch den ganzen Tag halt irgendwie, ich glaube, ich habe da Lupin Staffel 3 oder so geguckt nebenbei. Das hatte mich aber anfangs auch nicht so gecatcht, deshalb habe ich es nicht so krass geguckt. Dann hatte währenddessen meine Freundin nämlich auch Corona. Das heißt, ich konnte mich auch nicht groß mit der unterhalten, weil die lag tot gefühlt im anderen Raum einfach und da schwitzt und war fix und fertig mit der Welt. War das mein Encounter, ne? Weiß ich jetzt nicht, wie geil ich den finde, aber okay. Also von dem her, das heißt, ich habe auf dem Sofa gepennt. Wir konnten gar nichts machen. Und 3 Tage später habe ich dann auch noch Corona bekommen. War großartig. So, und wisst ihr was jetzt noch? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das habe ich nie so direkt erzählt oder man hat es auch nicht so wahrgenommen oder so. Und dann wird es jetzt einfach noch besser. Denn ich glaube, dann habe ich Corona bekommen. Und das Geilste ist, 3 Tage später, nachdem ich Corona bekommen habe, habe ich noch Geburtstag. War ein grandioser Geburtstag, sage ich euch. Ich konnte nicht so richtig normal sitzen. Dann hatte ich Corona. Ich hatte Gott sei Dank, glaube ich, gar nicht mal so schlimm Corona. Boah, ich habe gar nicht mal so geile Bälle auch, muss ich sagen. Also das war ein wilder Ritt, sage ich euch. Muss man unbedingt Bälle kaufen. Oh Gott sei Dank bleibt er einfach drin. Macht keinen Stress. Ich habe doch seine FFP2-Maske zum Geburtstag bekommen. Da wird gar nichts bekommen. Also doch, es kamen sogar noch mal Freunde vorbei und haben uns was gebracht, als es mir schon ein bisschen, also als es uns beiden besser ging, aber ja, das war auf jeden Fall wild, sage ich euch. Das war wild. Gummibärchen, das finde ich gut. Ein Gummibär. Das, ja. War in dem Moment nicht so geil, vor allem ich hatte halt auch. Boah, ist es. Ich hatte halt auch gar keine Krankenhauserfahrung. Ne? Das war bisher mein einziger Moment, wo ich zumindest nicht super jung. Also, ich war schon mal im Krankenhaus einmal. Und das war. Oh, das war aber auch schrecklich. Aber da war ich 4 oder 5 oder so. Ableitip übrigens sehr geil. Und war da so. Da hat mir meine Oma so heißes Wasser über die Schulter gedonnert. Und dann habe ich halt so einen Arm-Dingsbums gebraucht. Und ich weiß noch, mir wurde eine Spritze in den Arsch gespritzt. Das war die Hölle, sage ich euch. Ich bin richtig eskaliert da drin. Ich weiß nur, ich habe so krank geschrien. Ich bin mir sehr sicher, ich bin richtig krank da drin eskaliert. Ja. Und dann war ich das letzte Mal gestern. Letztes Jahr halt im Krankenhaus. Da musste mir dann sowas aufgeschnitten werden. Warum hat deine Oma dich verbrüht? Ich glaube, ich bin in die so reingerannt. Und dann konnte sie das Wiener Wasserschirm nicht mehr halten. Und dann war das so über meinem Ärmchen. Aber ja. Das war dann so das letzte. Das war eigentlich das einzige Mal bis dato. Ich hab's auch, um ehrlich zu sein, nicht vermisst. Hätte ich auch gut drauf verzichten können. Das ist der einzige Vorteil, wenn du seitdem du 12 bist, schwerkranke Eltern hast, du kennst dich gut in Krankenhäusern aus. Ja, das will man aber glauben, ich nicht. Reingerannt, so wie die Treppe runtergefallen, naja, an das Stand. Weiß ich nicht, ob du anders standst. Aber ja. Das war wild. Ich hätte niemals schreiben sollen, da war ich krank geschrieben. Daran kann er sich erinnern. Es ging in eine ganz andere Schiene, tja. Rodeo würde einfach Among Us im Krankenhaus gewinnen. Ziemlich sicher dann, ja, ich nicht. Meinem Vater ging es eine sehr, sehr lange Zeit jetzt eher beschissen. Und war deshalb im Krankenhaus. Und wir waren den besuchen. Also, da ist zwar alles. Nee.
war alles ausgeschildert und so. Wir kamen aber trotzdem echt nicht gescheit zurecht. Nur es war trotzdem so ein Hin und Her, da den richtigen Weg und alles zu finden, das ist der Wahnsinn. Ja, I mean. Wobei, wir haben eigentlich schon. Wir haben schon ein paar Unlicht. Ja, ist trotzdem gut für den nächsten Orden, I guess. Ist trotzdem gut. Ja, Krankenhäuser sind ein ganz, ganz weirder Vibe. Sind ganz, ganz, ganz weirder Vibe. Das braucht man nicht. Nach den Gummibärchen noch Haribo ist okay für mich. Kann man machen. Haribo. Aber heißen die Haribo Viola? Also Haribo Viola. Dann schreibe ich einmal noch Viola hinten dran. Ich habe nämlich gar keine Ahnung, was du meinst. Viola. Nee, dass es Jerry nicht gut geht, das wissen wir schon lange. Das wissen wir doch schon lange. Ich glaube, Jerry weiß nicht, dass wir ein Theme benutzen. Und fand es einfach nur witzig und dachte sich, das passt jetzt. Der hat nicht mal. Oh Gott, der hat nicht mal Dings. Na gut. Müssen wir durch, ne? Ich laufe mich auch auf der Arbeit manchmal, und das ist legitim und möglich, aber die Gänge sind an zwei Flügeltüren beschriftet und wenn nur eine Tür weit offen ist, denkst du dir, hier, wo ist jetzt dieser dämliche Raum? Ja, ach nee. Das ist jetzt so eine Notsituationskacke, ne? Aber ich habe einen Geist, also juckt's mich nicht. Ich hab ein Niveau! Ja. Weiß ich auch, ich glaube Rodeo, du warst lange nicht mehr da, ich glaube Rodeo kennt dich quasi nicht mehr. Oh, der wechselt sogar. Crazy, ich dachte eher, der macht jetzt nichts. Ja gut, dann hätte ich jetzt doch lieber die Drachenklaue einmal gedrückt. Aber eigentlich. Wait, der hat Doppelhieb drauf? Warum hat der Zinker Doppelhieb drauf? Ich wollte gerade sagen, der kann ja eigentlich gar nichts. Weil wir vom Typing her ja eigentlich viel zu geile unterwegs sein müssten. Der sollte mir jetzt auch nicht so viel können. Wobei ich eigentlich schon schauen sollte, dass mein Gator einigermaßen fit bleibt, damit der das Radfratz handeln kann. Das heißt, ein Wechsel wäre an der Stelle angebracht. Ja, also auf der Arbeit habe ich mich bisher tatsächlich jetzt noch nicht verlaufen. Das ist mir jetzt tatsächlich noch nicht passiert. Das ist dann doch nicht so komplex. Sollen wir dir vielleicht Giratina gönnen, Jerry? Oder fändest du Dragapult besser? Auf was hast du mehr Bock? Darfst du dir sogar aussuchen. Ich weiß gar nicht, gibt es noch einen Drachegeist? Ich glaube ansonsten aber nicht, ne? Ich hätte jetzt zumindest gerade keinen ansonsten im Kopf. Ich meine, ne, ich wollte gerade sagen, dass man die vergisst, ist irgendwo legitim, aber nee, eigentlich nicht. Eigentlich kann man zumindest an einen von beiden denken. Gut, dass Jerry niemals an der Dümmste fliegt oder sowas teilnimmt. Jerry will heute definitiv im Kopf kommen. So wie er lebt und lebt, so wie wir ihn kennen. Der ist am Schlüssel. Ich wäre der Content. Also es gibt einen schmalen Grat zwischen es ist noch witzig und es ist einfach nur unangenehm. Wenn du vergisst, dass es ein Feuerpflanzemon gibt, sehe ich Genoin leicht vergesslich. Skovillain ist jetzt auch nicht so der wildeste und so. Ja, das sehe ich auch. Aber Giratina, müssen wir ihn ja sehen. Ja, okay, das wäre wiederum schon witzig, ne? Das wäre dann schon was Witziges, muss ich sagen. Wenn wir Jerry sehen würden. Das fände ich schon ein bisschen funny, muss ich gestehen. Ihr wollt Jerry nicht sehen, na gut, Flo. Das ist jetzt hart. Nicht, wenn er die Cap absetzt. Wieso? Hat er keine Haare? Ist das so jemand, der die Cap anlassen muss? Oder was? Ist das so ein. Ich meine, wir haben Let's Fugo. Der hat jetzt auch nicht die krassesten Haare, ne? Also von dem her, ich glaube, da kann tatsächlich YouTube und Twitch Deutschland nichts mehr so richtig schocken. Da gab's schon schlimmere Haare, glaube ich. Ich meine, meine Haare sahen teilweise auch schon schrecklich aus. Wenn ich so manchmal so eine Woche später irgendein Video schneide,
und dann gesehen habe, wie meine Friese damals aussah, dachte ich mir auch so, boah, wieso dachte ich mir, ach komm, das geht schon. Hallo Nerato, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag bis hier, einen schönen Start in die Woche. Hello. Ich glaube gar nicht, wo ich genau hier hin muss, um alle TMs irgendwie noch auch mitzunehmen. Ging so, aje. Das ist meistens keine gute Sache. Ging so, hören wir nicht so gerne. Ich habe so lange Haare. Ist Jerry jemand, der lange Haare? Nee, Jerry, bitte sag mir nicht, dass Jerry lange Haare hat. Der hatte für mich immer kurze blonde Haare. Arbeitsstress und dann direkt zum Elternabend. Ach du Scheiße, Elternabend. Ja, das klingt zum Kotzen. Das verstehe ich. Dann nochmal irgendwo hintuckern müssen. Boah. Auf meinem Dienstausweis ist ein Bild von mir im Schimpansen-Cosplay, so wie ich da aus. Achso, so wie du da aussiehst. Ich war gerade so, wo arbeitet Flo nochmal, dass er ein Schimpansenkostüm tragen muss? Ich war gerade kurz, wirklich unironisch kurz irritiert. Jerry, schnell Haare färben. Keine langen Haare. Sehe schon. Hier sind deine Haare heilig. Imagine Polizei fragt mich nach Ausweis, ich zeige Dienstausweis und da ist jemand im Cosplay. Ja, ein bisschen witzig, muss ich gestehen. Da wird Humor noch groß geschrieben, ne? Oh, was halten wir eigentlich vom Stefan Raab Comeback? Juckt uns das? Ich bin ehrlich, ich habe Stefan Raab gesehen und dachte mir erstmal, boah, ist der alt. Also ich bin ehrlich, ich wusste nicht, dass der so alt aussieht. Der sieht richtig alt aus, muss ich sagen. Und der war auch irgendwie. Der war auch. Ja, ich glaube, mein Problem ist auch primär, dass ich nicht dachte, dass er so lange weg war, anscheinend. Ich dachte, das ist halt so 5 bis 10 Jahre her und der schaut jetzt schon nicht so alt aus, aber. Der schaut ja super alt. Super alt aus, Imo. Warum auch immer der auch direkt Eishieb gegen das scheiß Snorlax gedrückt hat, ne, der Arsch. Der Gute ist 57, krass. Ich dachte, der wäre jetzt so irgendwie 45 bis 50, ne? Das ist halt auch das Ding. Ich glaube, ich habe den auch wesentlich jünger eingeschätzt, als er das ist. Ja, genau, Flo. In meinem Kopf sieht er auch einfach wie bei TV Total noch aus. Aber er ist halt legit jetzt dieser eine Meme, dieser Kaffeemann-Meme da. Der sieht legit so aus, wird 58 im Oktober, crazy. Ich meine, dafür hat er hat sich ja gut gehalten und alles, ne? So ist er jetzt auch nicht, aber. Von dieser Astwinerin ist aber auch wirklich nicht ohne, ne? Also dafür, dass sie 3 Pokémon hat, versohlt die mir ein bisschen sehr meinen Purpose. Finde ich gar nicht mal so geil. Aber ja, der hat ja irgendwie so. Der hat ein Box-Event gemacht als Comeback. Und der macht ja jetzt angeblich wieder irgendeine Show, die genauso klingt, als würde er einfach nur Stefan Raab wieder machen. Stefan Raab wieder machen. Wie hieß es? Schlag den Raab wieder machen? Da bin ich gespannt. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich starte das diesen Mittwoch. Aber ja, ich bin. Also, ich habe mit Raab auch nie so viel zu tun gehabt. Nur in Form von so Schlag den Raab habe ich halt früher anfangs. Viel gesehen, als ich noch jung war und halt wirklich nur so Fernsehen-Ding war. Aber das, ich bin froh, dass er nicht so aussieht, wie er mal dargestellt wurde, also so fett. Auf RTL Plus 20:10 Uhr, ja, genau, sowas hatte ich auch im Kopf. Professor Eich soll 50 sein? Ne, der schaut aus wie mindestens 70. 50 sehe ich da jetzt nicht so ganz. Aber ja, finde ich super wild. Ich bin gespannt, wie die Show wird. Ich calle, das wird ein kompletter Flop. Also nicht ein kompletter Flop. Ich sage, die ersten Folgen werden noch gut. Ah, ich glaube, hier wird man nochmal gehalten, ne? Ja. Wird nochmal gut angeguckt. Aber danach, glaube ich, ist auch einfach. Also. Ich glaube, er hätte es einfach sein lassen sollen, bin ich ehrlich. Er kann man gerne vom Gegenteil beweisen, ne? Sehr gerne, aber. Ich glaube, das ist wieder so ein verzweifelter Versuch, irgendwie diese Vergangenheit aufleben zu lassen. Und am Ende wird es halt nicht so krass, ne?
Das verstehe ich auch noch nicht so ganz. Das kommt ja auf RTL Plus. Also ich weiß gar nicht, was für eine fette Summe die dem wahrscheinlich dann geblecht haben, dass er das dann auch noch bei denen macht. Aber ja, also ich kann mir einfach, nicht vorstellen, dass das irgendwie krass abgehen wird, um ehrlich zu sein. Aber eigentlich ist RTL Plus jetzt auch, vor allem RTL Plus ist halt, wenn, eher für die Trash-TV-Sachen bekannt. Ich meine, er hat ja am Ende auch so dieses, so auf Meme-Basis mehr oder weniger gesagt. Er kommt jetzt auch da, wo eben Bachelor, Perfect Match-Kram und Are You the One und sowas, der ganze Kram halt kommt, ne? Die Show wird wie eine Draft-Liga. Erste 2 bis 3 Wochen sind cool, weil Big Comeback, aber danach juckt es halt niemanden mehr. Traurigerweise wird es vermutlich so sein, ja. Ja, es kann gut sein, dass er. Ah, wobei ich glaube, so ein Stefan Raab, bin ich ehrlich. Ich glaube, der ist jemand, der kommt natürlich auch vor allem wegen dem Geld, klar. Also wenn da so eine Riesensumme einem angeboten wird, selbst wenn es floppt, ist ihm ja mehr oder weniger egal. Aber ich kann mir schon bei dem auch vorstellen, zumindest, dass er sich denkt, ey, er will jetzt nochmal was Geiles aufziehen, weil er sich denkt, die letzten 10 Jahre Fernsehen fand er persönlich selber einfach Kacke. Und dachte sich, ich zeig denen jetzt nochmal, wie das geht. Auch wenn ich sagen muss, ich persönlich kann sehr viel mehr mit Joko und Klaas etc. anfangen und finde auch so ziemlich jegliche Show von denen besser. Also, ich habe TV Total mal ein paar Folgen gesehen. Hat mich, um ehrlich zu sein, nie wirklich gecatcht. Da fand ich Zirkus Halligalli immer besser. Und ich fand auch, glaube ich, jegliche Joko und Klaas Show, selbst die, die nicht so geil ankamen, fand ich fast alle besser als Schlag den Raab. Weil Schlag den Raab ab irgendeinem Punkt hatte ich das Gefühl, immer dasselbe war. Und irgendwie alle auch zu kacke für Raab waren, was auch Sinn ergibt, nachdem der die Scheiße da einmal im Monat gefühlt immer macht. Und sich einfach relativ gut ab irgendeinem Punkt auskennt. Ne? Das ist auch so wie ich, wenn ich jetzt, also ich glaube, ich gammel jetzt bald so mit 10 Jahren wirklich aktiver Pokémon-Erfahrung, was auch so Competitive ein bisschen angeht, gammel ich jetzt dann bald rum. Natürlich kann ich dann bei so einem Quizformat wie vom werten Herrn Flobertus, kann ich dann wesentlich besser abschneiden als jetzt der Durchschnitt. Ne? Nachdem ich die Scheiße immer wieder mache. Wann kommt mein Comeback? Ja, erstmal muss ich 10 Jahre aufhören. Dann kommt das Downy Downster Comeback. Wird dann keine Sau mehr jucken, aber ist egal. Nee, wenn ich jemals YouTube und Twitch aufhöre, also so wirklich auch sage, ich höre auf und sage jetzt nicht, ich mache jetzt eine Pause oder so für ein halbes Jahr oder ein Jahr, dann könnt ihr euch auch sicher sein, dass ich nicht nochmal zurückkomme. Also, deshalb würde ich auch sowas nie, außer ich bin mir zu 3 Millionen % sicher, weil ich 2 Kinder schon habe und einen Hund habe und weiß, dass ich eh niemals dafür noch die Zeit hätte. Dass dann in irgendeiner Form ich sage, jetzt komme ich wieder zurück oder so. Das wird nicht passieren. Weil an dem Punkt sind wir eh nicht. Und ich glaube, bevor der Punkt passiert, werde ich erstmal ein Jahr nichts machen oder so. Man muss ja auch nicht immer direkt sagen, so man hört jetzt auf, sondern man kann auch sagen, man macht jetzt einmal mal eine Pause auf unbestimmte Zeit. Weil vielleicht kommt man dann noch zurück oder vielleicht auch nicht. Ich finde es immer dumm, wenn man sagt, man hört auf und dann ist man doch wieder da. Genau, im Endeffekt hatte ich ja mein Draft liegen. Ja, wobei, also Comeback ist auch ein großes Wort. Ich meine, die letzte Upload-Liga zumindest war ja jetzt auch NPBL. Das ist, glaube ich, auch vor 2. Ja, okay, ist vor 2 Jahren gewesen. Ist auch ein bisschen her, aber. Ich meine, es gibt ja jetzt auch nicht mehr so viele große Draft liegen, ne? Also ich glaube, ASPL gehört wirklich dann nochmal zu eines der größeren. Ich meine, ansonsten. I guess Mindtubes Liga noch? Nee, ich glaube sogar die PBA war mit den letzten Draft Liga, fällt mir gerade auf. War es PBA oder NPBL? Ich weiß es nicht. Aber zu der Zeit finde ich sehr schade. Finde ich sehr schade, dass ich an der Gen 5 Liga nicht teilnehmen konnte. Andererseits gab es da anscheinend echt, also die Leute haben irgendwie auch nicht gut geuploadet, die Kämpfe kamen zu spät und so.
Da bin ich dann andererseits doch irgendwie froh, dass ich dann da nicht dabei war, weil sowas macht mich tierisch sauer, bin ich ehrlich. Wenn ich an was wirklich, wenn ich dann wirklich auch drinne bin und egal, ob ich mir im Vornherein eigentlich dachte, boah, jetzt wäre ich eigentlich doch fast lieber ausgestiegen oder so oder nicht, dann zieht man das auch, finde ich, vernünftig gescheit durch. Wie viel Einsatz dann am Ende wirklich drin ist, muss ja nicht, aber zumindest für die Außenwirkung soll es vernünftig sein. So wie manche Bands, ja. I guess. 1,5 Jahre. Ah, aber wie gesagt, nennt mir irgendeine Draftliga, die ihr jetzt groß aktiv in den letzten 1,5 Jahren, die es gab, zumindest in unserer Bubble. Ich weite es jetzt mal in dem Sinne auf die Bubble, in der ich drin bin. Da hat ja auch niemand irgendwas gemacht, was Draftligen angeht. Also von dem her. Qualität der Videos bei den Teilnehmern von Upload League ist in den letzten Jahren noch massiv gesunken. Würde ich nicht mal 100% sagen. Also, ich finde, es gibt welche, die sich früher mehr Mühe gegeben haben und jetzt halt weniger Mühe geben. Gibt natürlich auch einige, die sich schon viel Mühe geben, aber wo man halt auch am Commentary. Ich meine, ich bin ehrlich, also. Ich krieg halt auch schon fast einen halben Anfall, wenn jemand 5 Sekunden still ist. Also ich sage, beziehungsweise so 5 bis 10 Sekunden mal ist okay, aber was ich das Gefühl habe bei vielen Draftligen, wenn ich mal bei kleineren Draftligen reingeguckt habe und geschaut habe, was da so abgeht oder so, dann waren das halt meistens so Leute, wo ich das Gefühl hatte, dass die. Da war quasi der Rhythmus, sie sagen 5 Sekunden was und dann ist erstmal 20 Sekunden gefühlt fast Stille und so. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, also, ja, muss man halt, also für mich persönlich musst du reden. Das finde ich auch bei manchen Ami-Leuten ganz, ganz schrecklich. Die dann auch einfach, ich verstehe, wenn du irgendwie in den Kalk gehst und sowas, ne, das gehört natürlich dazu und so. Aber die dann halt in den Kalk gehen und dann sag mir wenigstens, was du kalkst. Und starre nicht bitte so links rüber in den Bildschirm. Und dann weiß ich erstmal 15 Sekunden lang nicht, was du machst. Dann ist im Best Case auch noch die Musik viel zu laut, dass man einen gar nicht hören kann. Das passiert ab und an mal. Aber ich habe das Gefühl, das sieht man so häufig bei gerade so Draftliga-Uploads. Also das ist jetzt nicht mal auf irgendeine Person spezifisch zugeschnitten. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich irgendwo in irgendeine Draftliga mal wieder reingucke, dann sehe ich genau sowas. Für viele ist es ja auch eine Start-Stopp-Aufnahme, mehr nicht schlechtes Mic vielleicht auch noch. Ja, das kommt halt auch noch dazu. Ne, an der Stelle, wie gesagt, will ich auch auf jeden Fall nicht alle über den Kamm scheren. Da gibt es sehr, sehr viele Leute, gerade in der ASPL zum Beispiel, die sich wirklich Mühe geben, versuchen, da auch irgendwie eine Reichweite aufzubauen. Und sich dann ein Layout und so machen. Ich meine, alleine wenn jemand sich ein Layout macht, denke ich mir schon, da will jemand, da hat jemand Bock. Weil man sich die Mühe macht, nicht einfach nur Start, Stopp zu drücken, sondern noch im Nachhinein nochmal kurz in das Video zu gehen, dann machst du noch ein Layout und so rein. Das muss man natürlich nicht machen. Aber ich finde, daran merkst du zumindest schon mal, dass dem das nicht alles komplett wurscht ist und der das jetzt halt. Es ist halt jetzt Spieltag so und so und dann macht er das. Ich weiß nicht. Ich muss auch wirklich sagen, dass ich es immer wieder krass finde, wie oft auch Leute so dieses Argument bringen, die dann halt jetzt so echt auch nur einfach nur den Kampf bringen in der Woche und normalerweise irgendwie ein Layout oder sowas machen. Also bei manchen Leuten passiert das ja so oft, dass die dann sagen, hatte keine Zeit, das Layout zu machen oder Teambuilding aufzunehmen. Was ich verstehen kann, weil sowas gibt es halt ab und an mal. Aber ich weiß, ich habe irgendwie, ich glaube, ich habe immer das Pech, dass ich immer genau dann bei solchen Leuten reingucke. Also jetzt Fallbeispiel Pog, bei dem passiert das ab und an mal. Dass so vom Gefühl her, immer wenn ich da reingucke, ist genau das der Fall. Dass irgendwann mal ein Teambuilding am Anfang war und dann ist es irgendwie nicht mehr da. Was eigentlich gar kein Vorwurf oder so sein soll. Aber irgendwie, das triggert irgendwas in mir persönlich immer drin, dass ich mir denke, das stört mich jetzt irgendwie. Ich weiß nicht. Muss natürlich nicht jeder ein Flohbert in seiner Primetime sein, was Draftliga-Videos angeht. So ein klein bisschen Liebe kann man ja ins Video stecken, statt nur sagen, yo, ich lade hoch, weil ich halt muss.
Ja, genau. Ich glaube, das trifft es sehr, sehr gut. Bei vielen habe ich das Gefühl, die machen das halt jetzt, die wollen halt einfach an dieser Liga teilnehmen und die machen das jetzt einfach auch nur, weil sie es halt müssen, weil sie es halt jetzt uploaden müssen. Das trifft es richtig gut. Das finde ich, das trifft den Nagel. Ich glaube, das ist das, was ich eigentlich ganze Zeit richtig krampfhaft schwierig versuche zu sagen. Aber dass ich das Gefühl habe, sie machen das einmal nur, damit sie jetzt an der Liga teilnehmen können. Es ist halt eine Upload-Liga. Da musst du halt auch verschissen nochmal dieses Video hochladen und dir im Best Case ein bisschen Mühe auch dabei geben, ne? Kann es noch nachvollziehen, wenn das Einzelfälle sind. Mir ist das MPB auch einmal passiert und habe ich mir trotzdem die Mühe gemacht, es wieder einen Tag später nochmal mit Overlay hochzuladen. Ich sag, das muss man nicht mal machen, dass man das dann nochmal hochlädt, aber. Und das ist ja auch eine Sache, die passieren kann. Auch wenn ich sagen muss, ich es immer wieder krass finde, wie wenig Zeit anscheinend die Leute dann immer haben, bei denen das so also auf regelmäßiger Basis irgendwie funktioniert. Ich glaube, mein Problem ist tendenziell auch eher, dass sobald Leute anfangen, so 1 bis 2 Spieltage ein Layout zu machen, dass meine Erwartungshaltung da ist, dass ich ein Layout sehen will. Und dann ist es nicht da, ne? Als Content Creator guckst du da sowieso immer ganz anders drauf, ja. Und ich meine, ich bin jetzt. Oh, Aquastoß. Glaube, ich mache sogar Biss weg. Und ich meine, ich bin ja jetzt auch ganz weit vom Perfektsein weg, aber. Und wie gesagt, es gibt auch mehr als genug Leute, die da super viel Liebe und alles reinstecken in die Videos und alles. Was man teilweise auch nicht 100% immer sieht, ne? Aber. Ja, keine Ahnung. Was brauchst du? Feuerzahn und Eiszahn? Eiszahn für die Drachen-Pokémon und Feuerzahn eventuell für die Pflanzen-Pokémon. Wobei, ja gut, beides. Brauchen wir beides? Ich meine, Feuer-Eis-Coverage ist trotzdem eigentlich immer geil. Ich meine, aber jetzt können wir ja zu Notattacken auch relearnen, ne? Aber ja, ich sehe ein bisschen deinen Punkt. Vor 8 bis 10 Jahren war es Standard, die Kämpfe nachzukommentieren. Da war es was Besonderes, wenn Present Live-Kampf als nicht gelistet gemacht hat. Heutzutage bleibt es halt bei vielen bei einer Start-Stopp-Aufnahme, ja. Das stimmt. Das stimmt. Aber wie gesagt, also da kommt bei mir auch, glaube ich, ein bisschen noch mit rein, dass es einfach Pech ist, gefühlt ab und an, dass ich dann immer diese Videos so erwische und mir dann immer so denke, Ich meine, durch die Amis bin ich es inzwischen auch gewohnt, einfach, weil die haben gefühlt alle kein Layout, da gar kein Layout zu haben. Brauche ich überhaupt irgendeine TM hiervon gerade? Eigentlich nicht, ne? Aber irgendwie weiß ich nicht. Okay, das ist auch. Ja. Ja, endlich Fähigkeitenkapsel, ja. Und Herzschuppe für 500. Das ist halt eigentlich auch relativ billig. Können wir uns eigentlich auch ein bisschen was noch mitnehmen und gleich ein bisschen gucken, was unsere Monster lernen. Aber ja, verstehe ich. Verstehe ich absolut, bin ich auch deiner Meinung. Ich will halt nur nicht, dass meine Meinung so drastisch angesehen wird, weil. Im Endeffekt ist meine Meinung nicht so drastisch, wie ich sie gerade hier hinstelle. Und ich weiß auch nicht, ob meine Meinung so valide ist, weil ich das Gefühl habe, ich habe jetzt nicht so viele Draftlinge in der Vergangenheit und Leute verfolgt. Und vielleicht werden mir auch einfach immer nur die falschen Leute da auf die Startseite etc. gespielt, was sowas angeht. Aber ja. Steven hat früher in Gen 7 einfach normale Wi-Fi-Battles aufgenommen mit Rahmen und sogar immer gezeigt, aber am Bildschirmrand, welches man gerade auf dem Feld ist mit den Weston-Attacken. Ja, das war teilweise eh wild. Aber andererseits, also man muss ja auch sagen, es ist ja jetzt auch nicht so, ich meine, die Leute gucken es ja teilweise trotzdem, ne? Also wenn man so guckt, die Größeren machen jetzt sich auch teilweise, je nachdem, nicht überdimensional viel Mühe, ne? Ja, ist halt alles schwierig. Wasserdüse noch. So eine Prio-Attacke per se natürlich nicht scheiße, ne? Ich könnte jetzt Zerschneider von ihm wegmachen, aber eigentlich finde ich das gar nicht so schlecht, gegen Feen-Pokémon drauf zu haben. Und ich glaube aber auch nicht mal am Ende des Tages, dass das das Problem von Draft-Ligen
ist, ich glaube einfach, die Draft-Ligen-Zeit in Deutschland ist momentan Stand jetzt einfach vorbei. Und solange, also ich vermute, wenn überhaupt, kann nur die GPL nochmal einen Riesenaufschwung bringen. Und wenn es die nicht schafft, und dafür muss sie ja auch erstmal kommen, dann ja, wird es auch erstmal mit Schweiz. Wird es erstmal gar keinen Aufschwung geben. Ja, das ist halt das Ding. Aber ich habe immer das Gefühl, gerade wenn man noch kleiner ist, kann man auch mehr rumprobieren und so, ohne dass du jetzt da irgendwie gepunished wirst oder so, in Anführungsstrichen. Ja. Ja, es ist halt einfach schwierig, ne? Was? Ja, Garados hilft dir mal kurz, das Item vom Kühlschrank zu holen. Easy. Wie oft hat man Stahl-Coverage? Ja, eigentlich nicht. Und wir haben auch gar nicht so viel Stahl-Coverage im Team. Was für gepunished? Du wirst einfach nicht gesehen. Aber da ist halt die Frage, ob dir jetzt ein Layout zum Beispiel so viel mehr bringt und so. Das Ding ist halt auch, man muss natürlich auch dazu sagen, inzwischen ist es super schwer, überhaupt größer zu werden. Ja, es ist super schwer. Also ich glaube, ich habe mal irgendwas gehört von wegen, dass wenn du die 1000 Abos auf YouTube oder so schaffst, dass du dann, dass das eigentlich schon nur irgendwie 10% oder so schaffen, die was machen auf YouTube. Ich meine, natürlich ist das auch ein bisschen verzerrt wahrscheinlich und so. Aber ja, es ist halt. Es ist halt knifflig, ne? Es ist halt einfach knifflig. Und ich weiß halt auch nicht, worauf so neue Zuschauer hinzu. Ich meine, inzwischen ist es anscheinend, ist die, wie ich erfahren habe vom Present, schauen irgendwie nur noch, ich glaube, maximal ein Drittel oder ein Viertel kommen Leute auf neue Videos. Ich glaube, nur noch irgendwie 10% oder 20% waren es, glaube ich, sogar nur über die Abo-Box auf neue Videos. Und die meisten werden gefunden über die Startseite. Ich muss sagen, ich gucke inzwischen echt oft auch auf die Startseite. Aber das liegt auch bei mir daran, dass ich in meiner Abo-Box, also in meiner Abo-Box halt selten Videos vorfinde. Weil ich einfach sehr selten ein Abo abschließe, weil es wenig Leute gibt, die mich so richtig überzeugen. Und wenn, dann abonniere ich eigentlich relativ schnell. Aber irgendwie gibt es halt wenig Leute, die so irgendwie alle meine Interessen irgendwie haben, ohne dass jetzt irgendwie, ne? Dass man gar kein Interesse hat oder so. Ey, der Markt ist komplett übersättigt, ja. Deshalb, du hast eigentlich kaum. Solange du nichts hast, was so ein richtig krasses Alleinstellungsmerkmal ist, oder du nicht rausgefunden hast, wie du den Algorithmus komplett auseinandernehmen kannst, schwierig. Geil. Meine Abo-Box ist zu 90% Overwatch oder StreamVODs, was ich halt beides nicht auf YouTube schaue. Ah, schwierig, ne? Also das mit der Startseite sehe ich halt zum Beispiel auch inzwischen. Also so ist jetzt nicht. Wie gesagt, ich mache das auch inzwischen immer öfter. Habe ich irgendwas, um den zu schwächen? Ein Gessner Dampfwalzer sollte ja überleben. Ja, mehr als nur überleben. Ich glaube, da kann ich sogar einen Aqua-Stoß da machen. Ich glaube, meine Abo-Box schaue ich eigentlich schon relativ gut an. Also das meiste. Wobei auch nicht alles. Also da ist jetzt zum Beispiel auch. Boah, ich mach mal kurz meine Abo-Box auf, dass ich ein Beispiel nennen kann. Da ist von Hoodlum. Okay, man muss dazu sagen, ich habe in meiner Abo-Box teilweise auch Leute abonniert, die ich einmal nur als Inspiration für irgendwelche Videospiele oder so nehme, wie Hoodlum Callum. Aber jetzt zum Beispiel, was ist denn bei mir jetzt so drin? Hungriger Hugo-Video gucke ich mir an, Backseat Boys gucke ich mir alles an, My Flashware gucke ich mir alles an. Papa Platte gucke ich mir auch zum Beispiel das meiste an, nicht alles. Zabex gucke ich mir das meiste an. Mythos of Playing gucke ich zum Beispiel eigentlich nur TDT, aber alleine dafür abonniere ich tatsächlich. Also von dem her, eigentlich, wenn ich was habe, was ich auch geil finde. Okay, das Ding müssen wir eigentlich Spaghetti-Eis nennen. Da müssen wir eigentlich gar nicht drüber reden, oder? Dann abonniere ich eigentlich relativ flott, aber es gibt inzwischen echt wenig Leute, die mich so richtig catchen, muss ich sagen. Wo ich sage, finde ich geil. Abo-Box aber auch so eine Sache, wenn du Variety-Content machst, wenn dich das Game nicht bockt, bleibt es halt liegen und wird nicht geguckt. Ja, eben, eben. Aber deshalb machen ja auch YouTuber und Streamer. Das ist ja auch der Grund,
warum zum Beispiel ein Timo 3 Millionen Kanäle gemacht hat, was Leute aus irgendwelchen Gründen die ganze Zeit nicht kapiert haben, weil dann eben du einfach nur den Kanal oder die Kanäle abonnieren musst, auf denen der Content kommt, der dich juckt. Dich interessiert Pokémon Unite nicht? Ja gut, dann abonnierst du einfach nicht den scheiß Unite-Kanal, wo dann Leute rumheulen. Och, ich habe so viele Leute, ich will nicht so viele Kanäle abonnieren, wo ich das Argument. Ich weiß nicht, ich weiß, dass das super viele Leute anbringen, aber ich kann das Argument einfach nicht nachvollziehen. Das geht nicht in meinen Schädel, muss ich sagen. Das checke ich gar nicht, dieses Argument. Oh, Lumpy, oh, das ist actually geil. Ich denke, heutzutage musst du auch einfach, um mit Draftling was zu erreichen, besondere Momente aus Kämpfen und Short zu packen. I guess ja, I guess ja. Ich meine, ich muss ja sagen, ich finde so Poke-Videos großartig, so mit dem am Anfang, wo einmal alles kurz vorgestellt wird und so, finde ich mega geil. Und hallo Arian, aber dir geht's gut. Die Gottheit. Ist das eine Gottheit? Ich abonniere die Leute wegen der Person und danach für den Content? Nö, ich tatsächlich nicht. Tatsächlich glaube ich, muss ich an der Stelle einfach auch so sagen. Auch wenn ich die Leute mag, wenn die nicht den Content machen, der mich interessiert, dann abonniere ich die nicht. Deshalb, ich verstehe auch Leute, die jetzt zum Beispiel bei mir nur im Stream reingucken, weil da rede ich halt zum Großteil off-topic, da geht es halt nicht um Pokémon. Und wenn die halt Pokémon gar nicht juckt, also zumindest so auf YouTube-mäßig, wo es nur on-topic ist, gar nicht juckt, ja. Ne? Verstehe ich auch. Ja, lernt man schon ein bisschen Hate, das stimmt, das stimmt. Wir haben hier Kühn, ja, okay. Und Voltabsorber mit Lush. Gucken wir mal ganz kurz die Dings an. Können eigentlich bei dem. Oh, sogar ein hohes Karadonis, geil. Ich glaube, das haben wir uns nämlich noch gar nicht reingegriffen. Devhaus und Devhaus. Ich habe heute seit Eon mal wieder in einem Video von dir reingeklickt, als ob. Abseits vom Draft, crazy. Aber nee, verstehe ich auch, ne? Also, es kann nicht jeden sowas interessieren. Die es interessiert, ist cool. So, gehen wir mal kurz drüber. Karadonis, Jolly Nature, 20 HP, 20 Attack, 6 Step, 5 Spell, 5 Speed. Naja. Lumpy, ach du Scheiße, 9 HP, 4 Def, 9 Special Attack, 15 Spell, 21 Speed. Naja. Tangela, ach Gott, 3 HP. Ja, okay, 16 Def, 23 Special Attack, 29 Spell, 25 Speed geht noch fit. Zubiris 9 HP, 16 Attack, 19 Def, 1 Special Attack, 23 Speed, 4 Speed. Ja, ist auch okay, ne? I don't know. Jetzt, yes, ich gucke für die Person auch was ganz Komisches. Du kennst die Person doch am Anfang gar nicht. Also muss das ja. Ja, eben, eben. Deshalb so, ich gucke primär erstmal wegen dem Content und nicht wegen der Person. Weil eigentlich muss dich ja erstmal der Content überzeugen. Weil es was sein muss, was du erstmal im primären Schritt gucken willst. Und danach kannst du erst eigentlich wegen der Person gucken. Ich verstehe das Argument, dass man dann ab irgendeinem Punkt sagt, okay, du guckst alles, weil du die Person feierst und egal was die macht, findest du es nice. Aber ich bin ehrlich, das hätte ich jetzt auch nicht der Fall. Also wäre jetzt auch nicht der Fall bei mir. Und ich meine, gerade wenn Leute anfangen, eine 40-Stunden-Woche zu haben, ey, du musst dich einfach entscheiden, was du dann an dem Moment guckst. Es kommen ja trotzdem noch normale Serien raus, es kommen Filme raus, es kommen Anime raus, es gibt einen Stream, dann guckst du ja auch meistens nicht nur eine Person und so. Also das sind ja auch alles Punkte, die damit reinkommen. Also so gesehen ist das eh schwierig. Für mich bleibt aber die Person immer im Vordergrund und je nach Person gucke ich dann auch Sachen, die mich nicht interessieren. Aber das finde ich so crazy, weil ich finde zum Beispiel so ein Zwiggo-Video, also der eigentlich im Endeffekt nur Pokémon-Spiele spielt und dann drüber labert. Das hat zum Beispiel super viele Aufrufe, aber ich finde, da kriegst du von der Person halt nichts mit. Also dann gucke ich da in dem Moment ja eigentlich auch nur wegen dem Content. Habe ich mich damals für Hacks mit Custom Mods nur interessiert, weil ich das meistens langweilig fand, aber wo du dann solche Hacks gespielt hast, habe ich mir die trotzdem angeguckt, weil du spielst und jetzt finde ich Custom Hacks auch interessant. Ja, okay, also sowas gibt es natürlich auch, klar. Ich meine, ich kann ja auch nur aus meiner persönlichen Position da sprechen an der Stelle. Wenn ich in einem Stream zu wem geradet werde und da ist gerade Just Chatting, ist es eher nicht der Content, der mich festhält. Das stimmt. Aber ich glaube, da sind wir, da hat ja eben jeder seinen eigenen Geschmack und so. Ich merke gerade, ich müsste eigentlich mal das Team erst anpassen für den Rivalenkampf. Also am Ende des Tages, ne,
ist es bei jedem ja auch anders. Und mal triffst du eher die Masse, mit was triffst du eher weniger die Masse und so. Also das ist ja immer. Er ist ja auch immer unterschiedlich, muss man sagen. So, aber meine Damen und Herren, ich muss miesebrise aufs Klo. Und ich glaube, das ist sowieso ein guter Punkt, um den heutigen Streamerowski zu beenden. Heißt, wir machen hier morgen weiter. Ja, das Algorithmus-System von YouTube ist auch echt nicht so geil. Ich bedanke mich für den Support, für den super coolen, entspannten Streamerowski. Oh Gott, warum sind denn so viele online? Ich weiß gar nicht, wo ich euch hinraten soll. Es ist heute wieder so ein Nachmittag mit Present, Timo und Co. Nee, die sind gar nicht mehr online. Ich bin doof. Ich schicke euch Raidemonte. Ich glaube, ihr seid eh schon alle am Weggehen, deshalb wir machen einfach gar kein Raid mehr. Ich sage einfach, einen wundervollen Abend wünsche ich euch noch. Vielen Dank für diesen schönen Talkstream mal wieder. Also, ich meine, wir talken halt relativ viel in denen und ich finde, der Samstag war super, der war super. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns morgen.